Das ist dein Alarm. Wenn sie ihn auslösen, werden wir in Roten ersticken, bevor du Ruhm den Sowjets sagen kannst. Sollen sie doch kommen. Ich habe genug davon, mich in Büschen herumzudrücken. Mein Rücken fängt an zu jucken. Dann zieh deine Hose hoch und lass uns den Alarm ausschalten. Schön ruhig. Ja. Okay. Das ist ein Stealth-Tutorial, so wie es aussieht. Wo sind die jetzt beide hin? Kannst du mal hier gucken? Doch, da sind die noch. Die stehen noch schön blöde da. Kann ich den irgendwie hier hinterlocken? Ruhe in der Hölle, Kamerad. So. Ja, den müssen wir ablenken, hier, den hier. Sonst, sehen wir da zu viel. Du kannst jetzt nochmal kurz aufklären hier. Dass wir den vielleicht noch ausschalten, schnell erstmal. Normalerweise will ich gar nicht so viel Stealth-mäßig spielen, weil das nämlich unheimlich auffällt. Aber es macht ja trotzdem etwas Spaß. So, du bist hier, glaube ich, mein Schneller, ne? Wer hat denn das mit dem Schnellen? Du bist ein schneller Läufer. Du gehst erstmal dahin. Na, jetzt bewegen die sich da, jetzt bewegen die sich da! Rein ins Gras, rein ins Gras! Huh! Schnell! Ah, jetzt sieht er den. Na, er geht erstmal gucken, glaube ich. Oh, ich hoffe, die sehen ihn nicht. Das war zu knapp. Wir hätten den erst ablenken müssen, irgendwie. Nee, drehen um. Ha! Sehr gut! So, jetzt müssen wir hoffen, dass es nicht noch irgendwo einen zweiten Alarm gibt. Ich muss, glaube ich, die erst ausschalten hier. Ah, wie machen wir das? Kann mich da gucken. Vielleicht bewegt er sich auch noch mal. Oh, der sich eigentlich umdrehen soll, dreht sich nicht um. Haben wir hier unten noch irgendwo Gras? Hier haben wir noch Gras. Schnell. Dann müssen wir den hier oben irgendwie wegnappeln, bevor er hier hinten ankommt. Da haben wir Gras. Scharfschütze. Komm mal hier hin. Kannst du von hier was werfen? Halt, stopp. Der kommt gerade. Wir müssen mal hier irgendwie hinlocken.
Schnell, 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 schnell. Jawohl. Was? Was passiert denn, wenn wir es hier hinschmeißen? Was? Nicht viel. Oder ich muss das wirklich... Vielleicht reicht das. Der bewegt sich nämlich ein klein bisschen schneller als die anderen. Dann schnappeln wir den weg, wenn er sich umdreht. Tarnung macht Einheiten im Lautlosmodus unsichtbar. Ja, das haben wir jetzt verstanden. Ich könnte sogar schon ein bisschen dichter ranschleichen. Komm, jetzt, hol ihn ein. Bevor er da vorne ankommt. Okay. So, jetzt müssen wir die hier trennen irgendwie. Komm, du erstmal wieder hier hin. Halt, stopp, stopp, da kommt einer. Der ist aber auch alleine. Vielleicht können wir den auch als nächstes erstmal ausschalten. Ja, der scheint auch relativ... alleine zu sein. Vielleicht picken wir die erstmal ringsrum so ein bisschen aus. Ich habe leider keinen zweiten bei, der irgendwie ablenken kann, ja? Das können nur die Kundschafter. Warum können ausgerechnet die, die ganz weit schießen können... Steine schmeißen. Es sind alles Gameplay-Entscheidungen, denke ich mal, ne? Da kann man nicht... Sollte man nicht zu viel Realismus immer erwarten. Bestimmte Sachen müssen einfach fürs Spiel passen. So, da kommt er nämlich schon zurück. Muss ich mal gucken. Ich muss, glaube ich, mal kurz dieses Auto-Pause ausstellen. Dass ich ständig in die Pause gehe. Optionen... Pause. Wo haben wir das? Hier, glaube ich. Hier, automatische Pause. Sterben, ja. Moral des Soldaten fällt auf null auch. Desertiert können wir auch lassen, Autopause. Interessanten Ort erreicht, machen wir auch Pause. Zurück beim Zug auch Pause. Auch. Waggon zerstört, Bedrohung. Hier in der Mission. So, Soldat gestorben, okay, K.O. auch. Feindliche Einheit gesichtet. Nee, jetzt machen wir mal auf aus, sonst haben wir ständig... ...ständig diese Pause drin. So. Da ist noch einer. Da ist auch noch einer. Also den könnten wir uns schnappen, wenn er hier unten auf dem Weg ist. Aber da hinten ist schwer ranzukommen, ne? Da ist nicht mehr viel Deckung dann. Ja, den schnappen wir uns, wenn er hier kommt, So. Hier hinten hatten wir doch aber auch eine Dreierpatrouille irgendwo.
Oh, was ist denn das? Ach, einnehmen. Den Bahnhof einnehmen. Das ist dann... Da läuft die Patrouille. Okay, die müssen wir im Blick behalten. So, da kommt er jetzt nämlich. Wir werden ihn erstmal ein bisschen ablenken, dass er mal ganz kurz hier kleine Detour nimmt. Okay. Das schaffen wir nicht, ne? Der ist zu weit weg. Der geht hier mal und her. Also den machen wir, glaube ich, nachher weiter. Jetzt nehmen wir uns die hier vor. Hier stand noch einer. Das sollten wir so hinbekommen. So, was haben wir noch? Da ist eine Zweierpatrouille. Ne, das ist die Dreierpatrouille, oder? Da ist eine Einerpatrouille. Da ist ein Einzelner. Oh Mist, der sieht den jetzt, glaube ich. Ah, den hätte ich weglocken müssen, sollen, dürfen, können. Ne, der läuft an dem vorbei. Aber das war das. So, die Reste. Eigentlich kann man die restlichen, glaube ich, auch relativ laut machen. Da ist jetzt nicht mehr so viel, glaube ich, hier. Kommt ja dann auch wieder keine Sau. Die hören es ja immer nur, weiß ich nicht, ein paar Meter, wenn sie irgendwie angeschossen werden. Nein! Da ist einer gucken gegangen. Wo kommst du denn her? Okay, jetzt haben wir es, jetzt haben wir den Moment verpasst. Aber die greifen immer noch nicht an da. Jetzt müssen wir alle erstmal aus dem Stealth holen. Und jetzt müsst ihr angreifen. Ihr müsst ja angreifen. Okay. Das war ein Sturmangriff. Das Schlimmste ist, glaube ich, dieses Alarmdingensbummens. Das Auto kann man gar nicht benutzen. Sammeln wir einer. Ach, er geht schon.
So, irgendwo ist der Dreier-Trupp. Ja, da haben die keine Chance, ne? So, wir gucken mal hier, ob das looten ist und noch einer rumrennt. Nein, hier haben wir alles. Hier ist noch was. Treibstoff. Sammelt einer ein? So, Bahnhof erobern. Jetzt müssen wir aufpassen, dass nicht irgendwie... Guck mal, da kommt einer. So, gegebenenfalls ein MG-Nest aufbauen. Wo schießt denn ihr hin? Da kam einer, okay. Ach, während wir hier einnehmen... Kommen vielleicht ab und zu welche. Ich kann nicht glauben, dass es tatsächlich ein Erfolg war. Aber es ist noch nicht vorbei. Die Roten müssen vertrieben werden. Es ist aber ratsam, erstmal ihre Patrouillen und Nachschublinien zu unterbrechen, bevor wir eine Großoffensive starten. Okay. So, jetzt können wir weiter in die Stadt reinrücken, glaube ich. Hier hinten müssen wir nachher trotzdem nochmal gucken. Bevor wir die Mission beenden. So, wir gehen mal ein Stück und dann klären wir erstmal auf. Da winkt einer. Das könnte dann ein Legionär sein für uns. So, warte mal. Wir klären erstmal ein bisschen auf. Da sind welche. Das ist irgendein freundlicher. Verklickt. Okay, hier ist erstmal nicht wirklich viel. Da können wir erstmal schnell das hier looten. Und dann zum Freundlichen gehen. Hallo. Hier drüben, Legionäre. Einige eurer Soldaten werden in der Nähe gefangen gehalten. Wenn ihr ihnen helfen wollt, solltet ihr euch beeilen. Oh. Obwohl wir alles dran setzen sollten, niemanden zurückzulassen, muss ich zur Vorsicht mahnen. Die Roten werden uns erwarten. Ein Rettungsversuch ist riskant. Wir lassen niemanden hängen. So, das ist wahrscheinlich die Nebenaufgabe. Muss mal gucken. Kommst du bis hier ran? Nee, es geht noch weiter. Wir lassen niemanden zurück. Wir retten sie. Logischerweise. So, hier irgendwo muss die Patrouille sein. Ach Gott, sieht das cool aus ja hier. Jetzt erstmal nichts. So, kommt die Patrouille. Die bleiben da hinten. Straßen sichern. Ich würde die erste Patrouille erstmal schnell ausschalten. Und auf eine
für eine Attacke hier. Die haben einfach eigentlich keine Chance gegen uns, glaube ich. Ja, nicht alleine losrennen hier. Alle. Jawohl. Da ist nämlich nochmal so eine Glocke. Oh, da müssen wir aufpassen. Das müssen wir erstmal deaktivieren. Und da sind die Gefangenen wahrscheinlich. So, geht mal alle kurz in Deckung. Jo. Haben wir hier Büsche? Nehmen wir ein paar Büsche, glaube ich, zum Verstecken. Aber nicht viel. Sanitätskasten. Da ist auch noch einer. Hier sind die Gefangenen. Hier kann uns erstmal keiner überraschen. Diese verfluchten Flaggen, sie sind überall. Ich hoffe, niemand hat etwas dagegen, wenn wir sie entfernen. Die roten schon. Flaggen? Ach hier. Darum geht es. Flaggen. 6 Flaggen entfernen. Nebenquest. Die 2. Und der eine. Mehr haben wir hier nicht. Sollte machbar sein, oder? Ah, da ist nochmal einer. Ist kein Gras zum Verstecken. Wo geht denn er hin? Die muss ich einfach schnell angreifen, wenn die irgendwie da sind. Wir müssen eine Attacke machen. Wenn der so weit wie möglich weg ist. Jetzt. Attacke, Attacke. Kommt, Leute. Attacke, Attacke, Attacke. So, jetzt schnell weg das Ding. Das war ein Überraschungsangriff. So, mal weg, da kommen neue. Kriegen wir das jetzt hier auf? Ja. Hurray. Wir hatten schon die Hoffnung aufgegeben. Vielen Dank für die Hilfe. Sie sehen halb tot aus. Wir werden sie später abholen. Okay. Ja, sehr schön. So, hatten wir hier noch was zum Looten? Nein. Ach, da hätte man wahrscheinlich einfach die so rausholen können, ohne Dingsbums, ne? Ohne Angriff. Ja, schnell, mach die weg. Wollte gerade sagen, die sind günstig. Jawohl. So. Die Flaggen. Haben die jetzt eine weggemacht? Ja. Ach, einfach lang gehen, dann machen die weg. Okay. Kurz über die ganzen Hinterhöfe schleichen wegen Materialien. Da ist eine Flagge. Da ist nämlich ein MG-Nest. Ah ja, ja. Keine Chance, ne?
Abwehrmunition. Hier ist noch irgendwas Rotes. Da, Patrouille. Hier. Schieß mal aufs Fass. Kaboom. Attacke. Verkehrskontrolle. Hauptziel abgeschlossen. Na, siehste. Da jetzt die Patrouillen und Nachschublinien unterbrochen sind, können wir unsere Offensive auf die Operationsbasis der Roten planen. Wir glauben, dass sie an der Kathedrale stationiert sind. Pervers. Sie wollen die Weißen damit beleidigen. Es bringt nichts, die Kathedrale selbst zu stürmen. Wir sollten lieber ihre Garnison ausschalten. Aber Vorsicht. Es sind bestimmt noch viele von ihnen hier. Wie hätten sie sonst die ganze Stadt einnehmen können? Okay. Erobere die Kathedrale. So weit kann ich noch gar nicht gucken. Wir müssen erstmal hier nochmal durch. So, ich muss noch kurz orientieren. Da ist der Bahnhof, von da sind wir gekommen. Guck mal, hier ist nochmal eine Flagge. Hau weg. Hier ist nochmal eine Flagge. Hier am Bahnhof könnten auch noch ein, zwei Leute rumeiern. Kann sein, dass wir hier nicht alle weggemacht haben. Da ist nämlich einer, zack. So. Stoff. Er ist ein bisschen verletzt, ne? Aber dafür jetzt einen Sanikasten zu opfern, das ist verschwendet, glaube ich. Da ist nochmal was. Das Ende. Hier ist nochmal was. Treibstoff. Keine Chance. Wenn sie so einzeln kommen. Da war eine rote Flagge. Das hat man gemacht. Da ist nochmal ein Posten. Los, Leute, angreifen. Oh, mein Scharfschützen müsste ich vielleicht auch mal dann heilen. Was haben wir jetzt? Taktische Ansicht? Oh, er hat sich verletzt jetzt mit irgendwas, okay. Er rennt aber auch immer ziemlich weit nach vorne, ne? So. Verbinde mal bitte ihn hier. So. Okay. Der bleibt trotzdem verletzt, weil es halt rot ist, ne, der Schaden. Also der rote Lebensbalken zählt für den verletzten Status.